manchmal auch natürlich von Seiten der Berater und von den Produktanbietern Menschen suggeriert worden ist, leg jetzt in diesen nachhaltigen Fonds, ETF oder sonstiges an und schon ist die Welt gerettet und das Thema ist jetzt gegessen. So, und wenn man natürlich in die Tiefe geht und die wissenschaftliche Perspektive dann einnimmt, dann sieht man ganz schnell, dass dem nicht so ist. Hallo liebe Impact Buddies, es ist wieder Dienstag und es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge von uns. Ich begrüße heute neben dem Max ganz besonders herzlich Jennifer Brockerhoff. Hallo Jennifer, schön, dass du heute in unserem Podcast dabei bist. Hallo zusammen und danke für die Einladung. Sehr gerne. Jennifer ist gelernte Bankerin. Aber seit 2009, also schon eine unglaublich lange Zeit, ist sie selbstständige Finanzberaterin. Und das Besondere daran, und das war auch Grund für uns, sie in unseren Podcast einzuladen, ist, sie ist Fachberaterin für nachhaltiges Investment. Das heißt, alles, was man bei dir, liebe Jennifer, an Beratung bekommt, trägt quasi ein grünes Siegel, wenn ich das mal so sagen darf. Also es geht insgesamt um Nachhaltigkeit. Aber nicht nur das, du bist ja nicht nur aktive Beraterin und Kämpferin für Sustainable Finance, sondern auch Buchautorin. Du hast zwei Bücher geschrieben, Grüne Finanzen und 30 Minuten nachhaltige Geldanlage. Zwei wirklich lohnenswerte Bücher, nicht nur für Fachpublikum, sondern so, dass Nachhaltigkeit auch für jeden verständlich vermittelt wird. Dann bist du Mitglied bei Future Woman und insgesamt berätst du ausschließlich in Richtung nachhaltiger Kapitalanlagen. Jennifer, habe ich noch was vergessen oder passt das soweit? Das passt soweit. Ich mache auch kleine Ausnahmen, wenn jemand aus dem konventionellen Bereich zu mir kommt, der darf auch eine Beratung bekommen. Da drückst du ein Auge zu, das finde ich sehr gut. Ich meine, am Ende des Tages sind die Grenzen ja manchmal fließend, da kommen wir vielleicht noch drauf. Es ist ja nicht immer nur alles grün, was glänzt. Und es ist auch nicht alles zu verteufeln, was noch nicht grün ist heutzutage. Das führt mich im Grunde genommen schon insgesamt mal zu meiner ersten Frage. Ich finde den Komplex Nachhaltigkeit ja sehr spannend. Wenn man das in der heutigen Zeit so sieht, dann mag man sich vielleicht, wenn man auf Nachhaltigkeit steht, schon fast wieder als Exot fühlen. Aber bevor wir dazu kommen, erst eher nochmal die Frage, wie bist du eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Das ist tatsächlich im Bereich der Finanzen eher ein wenig auf Umwegen, weil wer mich kennt, auch aus meiner Historie her, weiß, dass ich in den großen Weiten Kanadas groß geworden bin. Meine Eltern sind ganz früh ausgewandert in den Ende der 70er Jahre. Ich habe 13 Jahre in dem Land verbracht und wurde in der Schule und auch von meiner Umgebung schon im Bereich Nachhaltigkeit sozialisiert. Also das Thema Umweltschutz und wie kann man das Klima schützen, Ozonloch und solche Themen waren in meiner Schulzeit omnipräsent. Dann kam ich in den 90er nach Deutschland, habe die Schule hier absolviert und bin eigentlich mehr durch einen Zufall in das Bankenwesen reingestolpert, weil einfach enge Freunde von mir aus dem Abiturjahrgang gesagt haben, mach eine Banklehre und danach kann man immer studieren. Also Finanzen waren irgendwie nicht so mein Herzensthema vom ersten Tag an. Vielleicht eben auch ganz schön für diejenigen, die Finanzen vielleicht von vornherein nicht so attraktiv finden. Man kann eben auch da über Umwegen in den Finanzbereich finden, um nachher den Bereich auch richtig cool zu finden. Und als ich dann 10 Jahre bei der Bank war, zum Schluss eben auch als Wertpapierspezialistin, hatte ich zunehmend das Gefühl, dass so mein innerer Wertekompass nicht passte zu dem, was die Geschäftsleitung wollte. Und habe dann den Sprung ins kalte Wasser gewagt mit Ende 20, Anfang 30 in die Selbstständigkeit, weil ich Finanzen bis dahin wahnsinnig wichtig fand, aber die Art und Weise, wie ich das umsetzen sollte, in diesem sehr starren Rahmen einfach nicht zu meiner Persönlichkeit passte. Und im Laufe der ersten Jahre der Selbstständigkeit bin ich über das Buch Grünes Geld 2020 gestoßen und habe dann, das sind so die Zufälle, und habe gedacht, meine Güte, ich wusste ja gar nicht, dass es überhaupt einen grünen Sektor im Bereich Finanzen gab und schon wurde ich positiv getriggert. Ich merkte, dass da irgendwas wieder sich vereinen kann, also das Interesse an das Thema Nachhaltigkeit, was so in mir ist.
und das eben auch im Bereich der, ja, der beruflichen Tätigkeit auszuüben. Hm. Ja, und du hast ja auch selbst schon Bücher über nachhaltige Kapitalanlage geschrieben. Eins davon ist ja ein Ratgeber für grüne Finanzen. Was bedeutet für dich grüne Finanzen? Und vielleicht, was bedeutet das für deine Kunden? Wäre auch nochmal interessant, die andere Perspektive mal von dir zu hören. Ein sehr, sehr breites Feld. Also am Anfang, wo ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit und grüne Finanzen auseinandergesetzt habe, habe ich mir dann schon ein relativ enges Korsett gelegt. Ich hatte das Gefühl, es muss perfekt sein, es muss alles so sein, dass einfach Menschen nicht zu Schade kommen, dass die Umwelt auch berücksichtigt wird und dass es keine Ausnahmen gibt. Über die Zeit habe ich dann selber gemerkt, naja, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist vielleicht nicht so ganz sinnvoll, auch natürlich unterstützend durch die Wissenschaft in Deutschland, die ich da sehr auch in der Entwicklung stark betrachte, unter anderem auch der Professor Christian Klein, den, glaube ich, jeder entsprechend kennt, bin ich da auch ins Nachdenken gekommen, okay, wie weit kann man diesen Rahmen vielleicht auch setzen, weil wir eben viel transformieren müssen und es bringt nichts, sich sehr nischig zu positionieren, weil wir dadurch keine große Weiterentwicklung hinbekommen. Also das Thema für mich, wenn wir es jetzt nochmal versuchen, in zwei Sätze zu formulieren, was heißt Nachhaltigkeit für mich? Nachhaltigkeit im Bereich Finanzen heißt, dass von vornherein ein Weitblick vorhanden ist, nicht auf kurzfristige Renditen, was wir häufig haben, sondern von vornherein zu schauen, was hat meine Investition nicht nur innerhalb der nächsten 2-3 Jahre, sondern auf eine 10-Jahres-Sicht für Auswirkungen, weil das, was ich heute nicht beachte, mir dann einfach später nochmal mehr auf die Füße fällt. Mhm. So würde ich es versuchen zu formulieren. Und für meine Kunden, ja, das ist wirklich sehr interessant insofern, dass die meisten das Thema, die zu mir kommen, ganz explizit jemand suchen, der das Thema Nachhaltigkeit bedienen kann im Bereich der Finanzberatung, selbst aber in der Regel nie ganz konkret formulieren können, das will ich unbedingt haben, das will ich auf gar keinen Fall haben. Also es sind so Kleinigkeiten wie, okay, ich will keine fossilen Brennstoffe, Kinderarbeit soll nicht dabei sein, keine Atomwaffen und solche Geschichten, aber das ist trotzdem nicht so eng maschig, dass man sagen kann, alles klar, und jetzt geht's direkt los, sondern das sehr, sehr viel Vorgespräche sind auch notwendig, um das Thema Nachhaltigkeit besser zu greifen. Das finde ich sehr interessant, was du sagst, dass es eigentlich für die meisten nicht wirklich greifbar ist. Vielleicht liegt es ja auch daran, Nachhaltigkeit selber hat ja keine eindeutige Definition, wenn wir das mal auf das Thema Kapitalmarkt beziehen. Wenn ich mir jetzt mal die aktuelle Zeit angucke, ist jetzt nicht lange her, da ist gerade das Erneuerbare Energiengesetz, Stichwort Heizungsgesetz, wie es so im Volksmund heißt, verabschiedet worden von der Bundesregierung. Das hat ja auch für viel Wirbel gesorgt in der Gesellschaft, in den Medien, bei vielen Privatkunden. Merkst du das auch in deiner Beratung? Sprich, ist so die Nachfrage nach Nachhaltigkeit weniger geworden? Oder kommt vielleicht auch sowas bei dir an, wie eigentlich nervt mich das, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Oder was erlebst du dazu? Also diejenigen, die zu mir kommen, sind intrinsisch motiviert, sodass die eher sagen, das Thema ist so oder so wichtig. Ich weiß, momentan haben wir Herausforderungen. Gerade das Thema Ukraine-Krieg und alles, was damit auch zusammenhängt, hat natürlich dazu geführt, dass das Thema Nachhaltigkeit erstmal sehr stark in den Hintergrund gerückt ist, medial gesehen. Aber nicht für Menschen, die sich damit auseinandersetzen, die auch selber diesen inneren Kompass haben, die sich eben auch mit der Tragweite von unserem Wirtschaftssystem auseinandersetzen. Ich habe jetzt selber keinen Einbruch erlebt an Anfragen, sondern eher, wenn ich in meinem privateren Umfeld unterwegs bin oder mit Kollegen unterwegs bin, wenn wir auf irgendeiner, ich sag mal, konventionellen Konferenz sind und ich in unserer grünen Blase, was für Gespräche kommen auf, was sind so Themen, die uns bewegen? Und da merke ich, weil ich mich versuche auch mit den psychologischen Aspekten auseinanderzusetzen, woran liegt das? Sind das Vermeidungsstrategien? Sind wir an so einem Punkt angekommen? Wir haben, ich glaube, wir drei haben ja wirklich sehr friedliche und sehr angenehme Jahrzehnte erlebt, wo alles so ein bisschen easygoing war. Und auf einmal
werden wir damit konfrontiert, dass vielleicht doch diese Ära sich verändert. Es muss nicht alles sofort super negativ sein, aber Dinge verändern sich und führen vielleicht dazu, dass es einfacher ist zu sagen, alles ist Käse, was da läuft und alles so weit wie bisher, um einfach auch nicht anzunehmen, dass Dinge jetzt unangenehm werden können. Und ich glaube auch, dass ganz viele verunsichert sind, also ganz viele Kunden verunsichert sind, was das Thema nachhaltige Geldanlage betrifft, weil du sagtest ja schon, es ist einmal ein sehr, also ein Begriff, den jeder irgendwo anders sieht. Wenn du 10 Experten fragst, gibt es wahrscheinlich 10 unterschiedliche Meinungen. Dann bekommt man ja auch Themen wie Greenwashing mit. Ja, und vielleicht ist daraus so ein Stück weit auch diese Abwehrhaltung gegenüber nachhaltiger Kapitalanlage entstanden. Was glaubst du, worauf sollten Privatkunden, Endinvestoren achten, wenn es um die Auswahl nachhaltiger Kapitalanlagen geht? Und wie stehst du zu dem Thema Transformation? Weil das ist ja auch wieder so eine Auslegungssache. Die einen schließen fossile Energieträger komplett aus, die anderen sagen, okay, wir investieren bewusst in diejenigen Energieunternehmen, beispielsweise Unternehmen, die heute noch einen gewissen Anteil ihres Umsatzes mit der Ölförderung erzielen, aber eben sich auf den Weg gemacht haben und die Unternehmen umbauen wollen in Richtung erneuerbare Energien. Was ist deine Meinung dazu? Also da spielt Finanzbildung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich finde, müssen wir erstmal so einen Schritt zurückgehen und überlegen, verstehen die meisten Verbraucher, was unterschiedliche Anlageklassen überhaupt sind? Daher habe ich dieses eine Schaubild, was ihr auch schon mal angesprochen habt, über LinkedIn und auch über andere Kanäle eben auch erstellen lassen, weil für mich da so ein Casus Knactus irgendwo liegt, wo ich gemerkt habe, ich muss immer wieder irgendwie bei Adam und Eva erstmal anfangen, bevor ich in Diskussion gehe, was ist nachhaltig, was ist es nicht und wo ist Greenwashing, erstmal zu verstehen, welche Anlageklassen haben wir, wie ist das Risiko verteilt, was für eine finanzielle Persönlichkeit bin ich als Kunde. Das finde ich auch sehr wichtig. Also bin ich jemand, der wirklich das Thema Risiko sehr gut vertragen kann, bin ich vielleicht super konservativ und dann kommt das schon, das konterkariert ja häufig damit, dass wenn jemand sagt, ich möchte das super grün haben, es muss eine Wirkung haben und was passiert aber, wenn ich da eigentlich das Risiko vielleicht gar nicht ertragen kann, weil es nicht zu mir passt oder einfach, weil ich so wenig Vermögen habe, dass so ein größerer Verlust im Zweifel etwas ist, was ich auch nicht tragen kann. Also ich gehe da einen Schritt zurück in Sachen Finanzbildung. Was gibt es überhaupt? Wo bin ich angesiedelt? Was bin ich überhaupt für eine finanzielle Persönlichkeit? Und darauf aufsetzend ist es dann deutlich einfacher zu steuern, also auch im jetzt nicht zum Gespräch hat, aber so, der Kunde soll jetzt dahin, sondern einfach, dass er selber versteht, alles klar, jetzt verstehe ich überhaupt, wie sieht mein Feld hier aus. Ich kann dem Ganzen ein bisschen einen Rahmen geben, um dann eben klarer zu identifizieren, wo ich unterwegs bin. Weil das hat tatsächlich in Gesprächen dazu geführt, dass jemand, der wirklich die grünste Überlegung hatte, verstanden hat, okay, das ist vielleicht aber etwas, was ich selber einfach momentan nicht aufgrund von meinem Background finanziell und so weiter nicht tragen kann. Was für ein Kompromiss, der sich vielleicht gut anfühlt, gehe ich ein. Und das hilft. Das hilft meines Erachtens sehr. Super. Ja, dieses Schaubild, von dem du gesprochen hast, Carsten, sollten wir mal in den Shownotes verlinken. Gerade wollte ich sagen, ja. Ja, das ist so ich kann es ja kurz beschreiben, so in so einem Comic-Style gezeichnet, eine Anleitung für übernachhaltige Kapitalanlagen, so wie du es eben beschrieben hast, ganz toll. Lohnt sich definitiv mal anzuschauen. Und es lohnt sich auch, der Jennifer auf allen Kanälen zu folgen. In Social Media komme ich gleich noch zu. Ja, also dieses Schaubild, wir haben im Vorfeld kurz drüber gesprochen, Max, das hast du noch nicht mitgekriegt. Ich würde es auf jeden Fall mit verlinken, weil es für mich einfach in klaren, einfachen Bildern das ausdrückt. Jennifer, du hast es gerade gesagt, wie funktioniert eigentlich nachhaltiges Investieren? Und es ist aus meiner Sicht nicht nur geeignet für den Endverbraucher, für den Privatkunden. Wir haben das an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt und das wäre gleich auch nochmal eine Frage, wie du das siehst. Meine Einschätzung ist, dass es auch
bei Finanzberatern und Anlageberatern insgesamt an der einen oder anderen Stelle, ich will es mal vorsichtig formulieren, noch ein bisschen Nachholbedarf gibt zum Thema Nachhaltigkeitswissen und Nachhaltigkeitsweiterbildung. Wie siehst denn du das? Ich sehe es genauso, aber das liegt einfach auch an den Gegebenheiten. Also wenn man sieht, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit in einer Bankausbildung meines Wissens auch noch nicht so wirklich stark integriert ist, dass wir im Finanzwesen wenig Menschen anziehen, die das Thema Nachhaltigkeit häufig sehr wichtig finden. Das ist auch immer Frage, was für Menschen zieht man im Finanzwesen an? Das sind ja immer noch oft eben dieser konventionelle Bereich. Und ich durfte zum Jahreswechsel eben auch einige Mitarbeitergruppen von einer Privatbank schulen zum Thema Nachhaltigkeit und habe dann einfach auch da erleben dürfen, wo steht man. Es sind ja alles gestandene Banker, die wirklich teilweise jahrzehntelang im Geschäft sind. Und es war für mich auch super wichtig zu erfahren, was sind da die Hindernisse, Abwehrmechanismen, warum hat man auf das Thema gar keinen Bock teilweise. Und das ist auch gut, dass man so wirklich adressieren darf, weil wir dann einfach auch da drauf ansetzen konnte, weil wir wollen ja nicht dogmatisch unterwegs sein, sondern versuchen einfach auch da jeden mit abzuholen, um diese Transformation nach vorne zu bringen. Es ist ein immenser Nachholbedarf im Bereich Bildung, Weiterbildung und Verständnisthematik vorhanden. Ja, und ich versuche einfach wirklich in meinem kleinen Mikrokosmos da das ganze Thema voranzutreiben. Kannst du ein bisschen aus deinem Nähkästchen plaudern? Was waren denn so die grundsätzlichen Aussagen, warum Berater, die auch gestanden unterwegs sind, die erfahren sind im grundsätzlichen Anlagemarkt, warum die keine Lust auf Nachhaltigkeit haben oder das Thema umgehen? Es wird einerseits der Kunde vorgeschoben, der das angeblich nicht will. Und da haben wir wieder dieses Henne-Ei-Thema, ne? Wenn ich das nicht anspreche. Das ist klassisches, wirklich. Ne? Also wenn ich das niemals anspreche und adressiere, bringe ich da auch im Gespräch nicht dieses Thema ins Rollen, um darüber nachzudenken, weil es ist ja omnipräsent sonst in unserem sonstigen Leben. Das ist ein Thema. Dann das Thema Greenwashing ist halt sehr stark auch ein Grund, warum man sagt, das bringt ja eh alles irgendwie nichts, weil da macht ja jeder, was er will. Es gibt ja keine Standards. Also man hofft, dass man wirklich immer nur so ein Schwarz-Weiß-Muster hat, um schnell zu erkennen, das ist das und das ist es eben nicht. Aber weil das ja wahnsinnig viele Facetten hat, macht es das sehr kompliziert und dann kommt noch einfach on top und da muss man auch ein bisschen eine Lanze brechen für diejenigen, die wirklich im Bankensektor noch arbeiten. Die sind ja auch im Alltag mit so vielen anderen unschönen Dingen konfrontiert, so würde ich es einfach mal ausdrücken wollen, dass es ja teilweise einfach eine Überforderung ist. Ich bin jetzt mal nett zu den Bankern. Ich war mal auch eine. Ja. Ja, ich glaube, das trifft nicht nur auf Banker zu, um den Bogen nochmal wieder weiter zu spannen. Es ist ja, wir betreiben hier ja auch kein Kollegenbashing in dem Sinne, aber es ist ja tatsächlich auch Fakt. Jeder, der in der Anlageberatung tätig ist, der beschäftigt sich entweder so wie du sehr intensiv mit dem Thema und ist wirklich Experte auch auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit oder er ist eben Experte vielleicht auf irgendwelchen anderen spezifischen Produktthemen aus dem großen Anlageuniversum heraus und klammert Nachhaltigkeit vielleicht eher aus. Und hat dann vielleicht auch eher den Gedankengang, am Ende geht es doch sowieso immer nur um die Performance. Also Chance-Risikoprofil, klassisches magisches Dreieck. Also warum soll ich mich eigentlich, das ist vielleicht die nächste Frage an dich, mit nachhaltigen Anlageprodukten auseinandersetzen, wenn nicht nachhaltig gestempelte Anlagen mir mehr Rendite bringen? Oder wenn ich da noch mal vorher kurz, so? Ja. Genau, da würde ich auch gerne, genau. Ja, sehr gut. Ja, du hast eigentlich, glaube ich, den gleichen Gedankengang wie ich gehabt, Jennifer. Oder sollte man gerade aus Performance-Gründen, weil man eben langfristig die bessere Performance erzielen möchte, nachhaltig investieren? Da bin ich auch gespannt auf deine Meinung. Das gehört zu diesen fünf Dingen, die man über nachhaltiges Investieren wissen muss, die in diesem Schaubild integriert sind. Das ist der Punkt Nummer zwei. Da geht es ja darum, dass auch einfach sehr häufig dieses Vorurteil nach wie vor herrscht, nachhaltige Geldanlagen sind schlechter in der Performance. Und das stimmt einfach per se
in der langfristigen Betrachtung nicht. Da sind wir auch leider so ein bisschen momentan dazu geneigt, auch diese Situation des Ukraine-Kriegs irgendwie uns anzuschauen, wo natürlich eben nachdem in der Corona-Phase nachhaltige Geldanlagen eine deutliche Mehrperformance erzielt haben. Klar, wenn ich Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe und das ganze Thema fossile Brennstoffe rausgenommen habe, dann war das ein super Treiber für die Nachhaltigkeit. Das haben wir ja alle gesehen. Da haben ja alle gefeiert und sich selber irgendwie, abgefeiert sozusagen, nach dem Motto, es läuft ja alles. Ist alles ein bisschen komplexer, hat man dann erst verstanden, als die nächste Krise um die Ecke kam. Und es zeigt ja eben auch, es zeigen ja viele Metastudien, dass eben auch in, ich glaube so knapp, ich sag mal einfach mal 90% der Fälle nachhaltige Geldanlagen ja nicht schlechter abschneiden als konventionelle, sondern teilweise eine Outperformance auch entsprechend hinlegen. Und man darf auch nie vergessen, das ist auch immer ein Blick in den Rückwärtsspiegel. Also wenn ich jetzt sehe, allein in diesem Jahr, was wir für Naturkatastrophen und was wir für Ereignisse haben, jetzt einfach jetzt in Griechenland, ganz aktuell, das sind ja alles Themen, die finanzielle Folgen haben, das immer wieder ein bisschen weitergedacht, die natürlich auch die Rendite nachher für Großunternehmen, für Versicherungsgesellschaften, aber auch für die Wirtschaft negativ beeinflussen, sodass ich sage, no way, das Thema konventionell anlegen wird niemals der Grund sein dürfen, weil das zeigt sich, dass das einfach nicht der Fall ist. Ja, und auch wenn wir jetzt mal den breiten Markt anschauen, dann ist es ja so, wie du eben schon sagtest, ne, während der Ukraine-Geschichte, da liefen halt so Energieunternehmen besser, aber selbst jetzt ist es ja wieder so, dass der MSCI World SRI im Verhältnis zum MSCI World vorne liegt. Ganz genau. Wie stehst du eigentlich dazu in deiner Anlageberatung, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ich bin jetzt aber hardcore nur für tatsächlich heute schon Impact schaffende Unternehmen versus, naja, es möge ja auch vielleicht Unternehmen geben, so wie Max es gerade gesagt hat mit den Fossilbrennstoffunternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, die, wenn man sich das heute anguckt, noch eine sehr schlechte CO2-Bilanz haben, aber entweder etwas produzieren, was uns bei der Energiewende hilft oder am Ende des Tages auch in dem Unternehmen selbst für einen entsprechenden Fortschritt sorgt. Was ist denn dein Ansatz, beziehungsweise was sagst du deinen Kunden, wenn da eher ein Hardcore-Investor käme oder umgekehrt einer sagt, ich bin da noch relativ blank bei dem Thema? Ich glaube, da gibt es auch zwei Ebenen, die man da betrachten kann. Einerseits die des Kunden, der dann selber sagt, mir ist die Grau-Variante, die Transformationsvariante eine, mit der ich mich irgendwie gut identifizieren kann. Und es passt eben zu meiner finanziellen Risikobereitschaft und eben auch zu meinem finanziellen Background. Und dann ist auch immer die Frage, wie ehrlich ist das von den Unternehmen, die diese Transformationsgedanke nach vorne tragen. Also da finde ich es auch nicht immer ganz einfach zu identifizieren, ist es jetzt einfach eine Aussage, die hilft, Zeit zu schinden, weil man einfach auch wenig Lust hat, diese Transformation wirklich voranzubringen. Oder kann man das messbar und auch sichtbar identifizieren, um die Ehrlichkeit dahinter auch zu erkennen. Weil wir haben ja gerade im Zug auf das Thema Greenwashing, merken wir einfach, wie gerne das genutzt wird, um einfach in so einem Wischiwaschi, ist gerade alles so bequem, wir sind ja eh bequem als Menschen und irgendwie letztes Mal so gelaufen, wollen wir nicht groß verändern. Ne? Also das sind so die zwei Ebenen, die ich da betrachten würde bei der Fragestellung. Und wenn du das sagst, welche Rolle spielen denn dann so Nachhaltigkeitssiegel wie beispielsweise das FNG-Siegel in deiner Beratung? Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber im Kunde kann er in der Regel nichts mit anfangen, weil ich muss das erstmal erklären. Also für uns ist es super. Also ich finde es super, wenn wir, die eben diese Finanzberatung leisten, erkennen, was gibt es für Siegel, was sind die unterschiedlichen Methodiken, die da angewandt werden, weil wir haben ja eine ganze Reihe, das FNG natürlich als das bekannteste, aber auch die anderen, die vorhanden sind, haben auch ihre Daseinsberechtigung, sich damit auseinanderzusetzen. Und das kann man sehr gut mit meinen Büchern, gerade mit dem zweiten. Da gehe ich ja eben auf Siegel und Ratings sehr kurz und knackig drauf ein, um eine schnelle Nachlese zu haben. Also für uns, auf unserer Seite, bringt es viel,
Für den Kunden ist es ein Add-on, aber nicht ausschlaggebend, dass sich jemand für eine Anlage entscheidet. Ich finde die Aussage gerade sehr spannend, was du sagst, ein Kunde kann damit sowieso nichts anfangen. Ich vergleiche das mal, wenn ich in den Supermarkt gehe und kaufe Lebensmittel ein und da jeder klebt da irgendwie ein grünes Etikett drauf und suggeriert, dass es Bio ist oder dass es irgendwie gesund ist und man darf dann bloß nicht bei irgendeinem Produkt irgendwo hinten auf den Zutatenzettel gucken, dann merkt man relativ schnell, dass nicht alles wirklich gesund ist, wo irgendwie was grün angestrichen ist. Und ich denke, das ist so ein bisschen ja auch das Thema, was wir bei Anlagen und bei Anlageprodukten genau sehen. Hast du in Richtung der vielleicht noch nicht ganz so versierten oder ungeübteren Beratern noch einen Punkt, wie kannst du oder woran machst du fest, naja, das sieht jetzt für mich eher nach Greenwashing aus, weil du hast es ja gerade bei einzelnen Unternehmen mal gesagt, man kann sich ja nie sicher sein, schindet der ein oder andere Zeit. Und wenn ich das jetzt mal auf Anlageprodukte beziehe, es ist ja total einfach, irgendwie ESG in den Namen zu schreiben. Natürlich gibt es da auch ein paar regularische, sagen wir mal, Rahmenbedingungen, die kann ich ja so gerade so überspringen. Ne? Ein gutes Pferd springt immer knapp über die Hürde und dann bin ich ja total grün. Was sagst du und was gibst du an Orientierung zu dem Thema? Also unter den Beratern jetzt auch, ne? Mhm. So ein bisschen. Ja. Also man muss sich tatsächlich Zeit nehmen, man muss sich damit auseinandersetzen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist vielleicht auch die Historie von einem Produktanbieter. Das finde ich etwas, was mir sehr oft geholfen hat. Heißt nicht, dass es ein Freifahrtschein ist für die, ich sag mal, sehr grünen Banken oder Produktanbieter, die das von vornherein seit Tag 1 machen. Hilft aber im Vergleich zu sehen, wo muss ich vielleicht nicht so tief hinschauen und wo lohnt es sich, neben den ganzen schönen Sätzen und den bunten Broschüren zu schauen, okay, ich habe es jetzt gelesen. Aber wie viel Handfestes ist jetzt dabei? Gibt es Zahlen, Daten, Fakten? Und nicht dieses, also wir lassen uns gern von diesem Blumigen und irgendwas, was sich so ein bisschen nach, hat ja schon irgendwie jemand abgenommen und bestätigt, sehr schnelle Abspeisen. Da sollte Mann oder Frau sich entsprechend die Zeit nehmen, tiefer reinzuschauen. Und es ist vielleicht auch ein bisschen so ein Gut-Feeling, sagt man so schön. Ne? Also je länger man in der Branche ist, das entwickelt sich natürlich entsprechend mit. Und die Schwingung daraus vielleicht auch nochmal mitzunehmen, ist jetzt ein Hinweis von einer Frau. Sehr gut. Hinweis von einer Frau, das ist ein super Stichwort, Jennifer. Du hast mir im Vorgespräch kurz gesagt, du arbeitest gerade schon an deinem dritten Buch. Und ich habe das ein oder andere von dir gesehen. Du bist ja auch sehr aktiv, auch in Women in Finance-Netzwerken, will ich es mal nennen. Auch das ist ja ein Riesenthema. Frage Nummer 1, kannst du einen kleinen Sneak Preview auf dein Buch geben? Und Frage Nummer 2, was treibt dich um, quasi Women in Finance für dich als Thema auch voranzutreiben? Also dann fange ich mal mit dem Thema Sneak Preview an. Ja. Es ist eine Idee, die noch nicht mit einem Datum festgesetzt ist, aber etwas, womit ich jetzt schon mit einer Co-Autorin schon seit einigen Monaten jetzt schwanger gehe. Und zwar mache ich nebenbei auch noch eine Geldpsychologie-Ausbildung in Wiesbaden über das FCM Finanzcoaching. Ich meine, das ist ja sonst langweilig im Leben, wenn man nicht noch 1000 Projekte parallel hat. Und das Thema Finanzpsychologie interessiert mich insofern, weil über 25 Jahre, wo ich diesen Job mache, merke ich, dass manchmal unterschwellige Themen bei Finanzentscheidungen eine sehr große Rolle spielen, die manchmal sehr, sehr banal im ersten Moment klingen, wo wir sehr schnell mit unseren Zahlen, Daten, Fakten, die vielleicht einfach übergehen. Und durch einfaches eigene Erfahrung, bevor ich diese Ausbildung gemacht habe, habe ich gemerkt, oh, das ist vielleicht etwas, wo ich einen Mehrwert bieten kann, also auch zum Thema Wirkung auf eine andere Art und Weise. Das Buch, da kommen wir wieder zum Thema, soll darum gehen, auch dieses Thema Finanzpsychologie aufzunehmen
Also das Thema Finanzcoaching, aber so nach diesem Standard von FCM, wie ich sie halt in Wiesbaden lerne, weil Finanzcoaches gibt es ja am Markt scheinbar sehr viele, aber das ist nicht von der Definition das, was ich jetzt hier damit meine. Und soll einfach auch da einen anderen Blickwinkel geben, weil, und das ist das, was für mich nochmal zusätzlich sehr spannend ist, ich finde, dass Menschen, die im Bereich Nachhaltigkeit, also meine Kunden unterwegs sind, manchmal dazu geneigt sind, nicht so ein positives Verhältnis zu sehr viel Geld zu haben. Und das ist auch etwas, wo ich sehr gerne tiefer hinschauen möchte, um gegebenenfalls vor einer Beratung diese Themen anzugehen, damit eben das Feld nochmal ganz anders geebnet ist in einer weiteren Beratung. Also das so als Sneak Preview auf das dritte Buch. Ja, cool, ne? Finde ich auch. Ja. Sehr gerne. Und Women in Finance, ja. Also ich finde, wir brauchen keine pinken Finanzen, wir brauchen keine andere Beraterinnen oder am Ende des Tages. Also das Thema Finanzen bleibt ja für alle Geschlechter unisono gleich. Aber das, was ich einfach auch aus meiner eigenen Erfahrung erlebt habe, ist, dass es ganz schön ist, wenn der Rahmen ein anderer ist, dieses Thema doofe Fragen stellen dürfen. Wie sind wir sozialisiert worden? Ist von zu Hause aus gesagt worden, nee, das Finanzthema ist meistens bei den Männern angesiedelt worden. Man traut sich dann eben vielleicht auch, sich so weiterzuentwickeln. Und ich kann es einfach aus eigener Erfahrung sagen, ich komme aus einem Haushalt, wo das Finanzen ja auch eben eher beim Vater angesiedelt war, wo das Thema Finanzen eigentlich überhaupt nicht groß verstanden wurde, muss man auch dazu sagen. Und wie sehr, und das seht ihr, glaube ich, einfach in diesen 25 Jahren, womit ich mich selber damit auseinandergesetzt habe, als nicht finanzfamiliärer Hintergrund, zeigen kann, was für eine Wirkung man erzielen kann, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Ich finde das großartig. Das war auch genau der Hintergrund meiner Frage, weil ich glaube, es ist noch viel, was mit dem guten alten Patriarchat zu tun hat. Und insofern war es mir einfach wichtig, das Thema anzusprechen, weil ich genau so wie du denke, einerseits, es ist unisono, gerade wenn wir über Nachhaltigkeit reden, haben wir ja vorhin schon festgestellt, das ist geschlechterübergreifend, aber die Art und Weise der Herangehensweise macht da, glaube ich, nochmal den Unterschied. Absolut. Ich hätte noch eine ergänzende Anmerkung, letzte Frage von meiner Seite. Das habe ich in einem deiner Webinare, die ich mir angeschaut habe, gesehen. Du hast Christian Klein, Professor für Sustainable Finance von der Uni Kassel, zitiert. Den kennen wir von der EBSIM ja auch sehr gut. Mit der Universität arbeiten wir ja auch zusammen. Und zwar, das Zitat lautet, nichts Böses anzurichten heißt nicht automatisch, dass man etwas Gutes bewirkt hat. Warum ist dieser Satz für dich so prägend und so wichtig? Der ist insofern sehr wichtig, weil ich auch aus vielen Beratungen gesehen habe, dass manchmal von Seiten der Produktanbieter Menschen suggeriert worden ist, leg jetzt einen Fonds ETF und sonstiges gerettet und das Thema ist jetzt so, und wenn man natürlich die Tiefe geht und die Wissenschaft einnimmt, sieht man ganz schnell, dass dem nicht so ist. Und es ist auch ein völlig in Ordnung, ein gutes Gefühl zu haben. Das kann auch vollkommen ausreichend sein. Es muss nicht immer die Bam-Super-Wirkung sein, aber zu verstehen, woher das kommt, damit einfach nachher die Enttäuschung nicht da ist, wenn es auf eine andere Art und Weise auf einmal verstanden wird, oh, das war vielleicht doch nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Und dann sind wir beim Thema Greenwashing, Thema Vertrauensverlust, und ich habe auf das Thema keine Lust mehr. Mhm. Also es geht ja alles miteinander einher. Ja, ich habe noch ein Thema, Jennifer, ich folge dir ja auf Instagram, habe ich ja vorhin schon angekündigt, und da hast du vor, ja, wann war das, im Juli, hast du mal ein Zitat gepostet, das mich tatsächlich bis heute beschäftigt, wo ich häufig dran denken muss, weil ich es einfach klasse finde. Ich lese mal kurz vor. Für das Alter vorzusorgen, ohne gleichzeitig auch Vorsorge für unsere Erde zu betreiben, ist so crazy, wie ins Meer zu springen, ohne schwimmen zu können. Das Zitat ist von Hans-Jörg Schwarz. Vielleicht die Frage, wer ist Hans-Jörg Schwarz und was würdest du unseren Zuhörern, die vielleicht heute noch zögern, wenn es um nachhaltige Kapitalanlage geht, darüber hinaus, ich finde, das ist ja schon sehr, sehr hat schon sehr viel Aussagekraft und regt wirklich zum Nachdenken an, was würdest du den Impact Buddies darüber hinaus noch mit an die Hand geben oder auf den Weg geben?
Hans-Jörg Schwarz, der wird jetzt voll glücklich sein. Also ich kann ja einmal den jetzt mal abfeiern, weil es ist eigentlich ein Kollege, der sehr engagiert ist, aber im Hintergrund ist. Mhm. Und der ist vor einiger Zeit auf mich zugekommen im Finet-Verbund, wo ich ja bin. Das ist hier mein Maklerpool, weil er gesehen hat, dass ich das Thema Nachhaltigkeit mit vorantreibe. Und wir haben uns vernetzt und dann sind wir einfach in so vielen Gesprächen, haben wir uns entsprechend verwickelt zum Thema Nachhaltigkeit. Und er organisiert jetzt eine Lesung eben unter anderem auch mit dem Graslutscher bei Frosch am 4. Oktober in Mainz. Werde ich auch noch auf LinkedIn entsprechend posten. Und dieser Satz hatte mir dann irgendwann mal geschickt in eine E-Mail. Und habe ich gesagt, das ist so cool, das müssen wir jetzt irgendwie mehr rausbringen, mehr publik. Er ist halt so ein bisschen so die Ü-50-Generation, ich sag mal, diejenigen, die vielleicht nicht so gesehen werden. Daher kommt das. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen uns gegenseitig, diejenigen in unserer Bubble, müssen wir uns gegenseitig einfach mehr Raum und Sichtbarkeit geben, damit genauso ein Satz wie heute hier in diesem Podcast entsprechend sichtbar wird. Und die zweite Frage habe ich jetzt vergessen. Die zweite Frage war, was würdest du denen, die, wenn sie das Zitat gelesen haben, immer noch zögern, ihr Geld nachhaltig anzulegen, noch darüber hinaus als Motivation mit auf den Weg geben wollen? Ich finde, dass Themen, die einen interessieren, aber wo man noch keinen Zugang hat, wie kommt man dahin, dass man das vertieft? Das hängt, finde ich, immer mit dem Nasenfaktor zusammen. Also sucht euch Personen, wo man das Gefühl hat, derjenige ist authentisch, derjenige setzt sich damit auseinander. Ich fühle mich da einfach jetzt irgendwie aufgehoben mit meinen Gedanken und mit der Art und Weise, wie ich das Thema besprechen will. Und ich glaube, das hilft tatsächlich da, einfach auf die Suche zu gehen und sich inspirieren zu lassen. Und wenn man denjenigen gefunden hat, auf der anderen Seite, also auf der Beratungsseite, dann wirklich den Schritt zu gehen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten über Social Media, wo die Hürde ja nicht hoch ist, um dann tatsächlich dann weiterzukommen. Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, liebe Jennifer. Weil wenn man das mal auf einen Nenner bringt, Geldanlage ist Vertrauenssache. Gute Beratung, nicht nur in der Geldanlage, ist auch Vertrauenssache. Und wie wir gelernt haben, dass du nicht jedes einzelne Produkt auf Nachhaltigkeit überprüfen kannst als Privatkunde, dann musst du auch darauf vertrauen, dass der Berater, zu dem du gehst, dass da nicht nur die Wellenlänge und die Chemie stimmt, sondern dass auch die Fachlichkeit da ist. Das, finde ich, hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich bedanke mich von meiner Seite aus ganz herzlich, dass du uns heute Einblicke in deine Beratung und in deine Gedankenwelt rund um Nachhaltigkeit gegeben hast. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. War wirklich schön, dass du heute unser Gast warst und hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ansonsten, liebe Impact Buddies, heißt es für euch wieder, oder wir hoffen, euch hat die heutige Podcast-Folge natürlich gefallen. Und für euch heißt es dann in 2 Wochen wieder dienstags Impact Buddies Tag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ja, und bis dann. Gute Zeit bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.